In diesem Video möchte ich euch einen Windows 11 Debloater vorstellen. Wer das erste Mal Windows 11 installiert, wird relativ schnell sehen, dass er ein Betriebssystem bekommen hat, das voller Bloatware ist. Bloatware beschreibt das, was ein Hersteller initial bei der Installation dem System mitgibt. Das kennt man zum Beispiel bei Betriebssystemen wie Android, wenn dann Samsung seine Apps installiert. Leider hat das aber auch auf PCs Einzug gehalten und selbst die saubere Installation von Windows 11, die ich direkt von Microsoft bekomme, hat bereits Werbe-Apps integriert, zum Beispiel Spotify. Ich zeige euch in diesem Video zwei Möglichkeiten, wie ihr den ganzen Quatsch deinstallieren könnt und das natürlich noch auf kürzestem Wege. Los geht's nach dem Intro. Naja, Weg 1 ist der offensichtliche. Ich kann hier alles einfach mit Rechtsklick deinstallieren im Startmenü. Wenn ich das Startmenü öffne, sehe ich ja schon, dass hier alles voller Werbe-Apps ist und mit einem Rechtsklick kann ich die deinstallieren. Dass das aber ein bisschen gelogen ist, das sehen wir jetzt im Verlauf des Videos. Das Deinstallieren hat mehrere Probleme. Erstens mal gibt es ein paar Dinge in Windows, die ich also immer wieder machen muss und da hilft natürlich ein Skript, das verkürzt die Zeit und man vergisst auch nichts. Und manche Sachen kann man ja mit ein paar Klicks zwar ausblenden, in Wirklichkeit sind die vielleicht aber im Hintergrund doch noch da. Also kommen wir zu Weg 2, wir benutzen den Windows 11 Debloater, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wichtig ist immer, die müssen aktuell gepflegt sein, also schaut bei GitHub auch immer rein, ob es da aktuelle Updates gibt, denn das Betriebssystem ändert sich ja auch von Zeit zu Zeit und diese Debloater müssen darauf angepasst werden. Meine Empfehlung ist, das Ganze einmal in der Default-Option durchlaufen zu lassen. Hier werden schon sehr viele sinnvolle Einstellungen gesetzt, die ich ebenso hätte auch manuell setzen können, natürlich, aber hier wird es eben automatisch gemacht und man vergisst halt auch nichts. Hier kommt jetzt eine kleine Anleitung, wie ich das Ganze herunterladen und ausführen kann. Auf der GitHub-Seite, auf der verlinkten, finde ich einen Link, der nennt sich Download the latest version of the script. Und da sollte ich tatsächlich draufklicken. In meinem Browser öffnet sich dann das Download-Fenster und eine kleine ZIP-Datei wird heruntergeladen. Diese kann ich dann auch entpacken. Darin befindet sich dann ein Ordner, den ich aus der ZIP-Datei rauskopieren kann beispielsweise. Und damit ist er entpackt. Als nächstes muss ich dann auf die run.bat einen Doppelklick machen. Die bat-Dateiendung sehe ich aktuell noch nicht, das ändert sich aber gleich. Bei mir hat sich dann ein Fenster geöffnet vom Windows Smart Screen. Der Computer wurde durch Windows geschützt. Und hier sagt er ja nur, die App ist unbekannt, aber nicht gefährlich. Und deshalb klicke ich auf weitere Informationen und auf trotzdem ausführen. Im nächsten Screen, wenn die PowerShell aufgerufen wird, kann ich auch wieder mit Ja bestätigen. Und jetzt habe ich genau die Optionen, die ich beschrieben habe, entweder Default oder halt eben Custom. Diese verschiedenen Optionen kann ich jeweils auswählen, indem ich auf der Tastatur eine Nummer 1, 2 oder hier 0 drücke und das dann wiederum mit Enter bestätige. Wenn man das hat einmal durchlaufen lassen, dann hat man schon viele Sachen, die besser geworden sind. Zum Beispiel habe ich jetzt endlich Dateiendungen, das Windows Teams in der Taskleiste ist entfernt und links unten das Widget bei Windows 11 fehlt endlich auch. Wenn ich das Startmenü angucke, hat sich ein bisschen was getan, aber leider noch nicht allzu viel. Woran liegt das? Das liegt daran, dass Deinstallieren hier nichts bringt. Das meinte ich zu Anfang des Videos. Hier werden also Programme angezeigt und wenn ich einen Rechtsklick drauf mache, kann ich die auch deinstallieren. Die sind aber gar nicht installiert und dementsprechend kann ich die auch nicht deinstallieren. Und genauso wenig kann es dieser Windows 11 Debloater und deshalb haben wir hier ein kleines Problem. Ich habe im Startmenü nur Verknüpfungen und wenn ich darauf klicke, zum Beispiel auf Spotify, erst dann beginnt tatsächlich die Installation. Habe ich Spotify installiert und führe das Skript jetzt nochmal aus, dann kann er das, Überraschung, auch deinstallieren und Spotify ist weg. Aber das ist natürlich keine Lösung, ich kann ja nicht Spotify installieren oder erstmal alle Bloatware-Apps installieren und dann das Skript das entfernen lassen. Deshalb wäre meine Empfehlung folgende. Ich würde einmal in den Default-Optionen dieses Skript durchlaufen lassen. Dazu lade ich das runter, entpacke das und führe diese run.bat aus. Hier habe ich dann die Option zwischen der Default-Option, also voreingestellt quasi alles zu entfernen, das würde ich einmal durchlaufen lassen, und der Custom-Option. Wenn ich also diese Default-Option einmal habe durchlaufen lassen,
dann würde ich das nochmal ausführen mit den Custom-Optionen und würde nur den Haken anlassen bei der Option Remove all pinned apps from Start Menu. Aber Vorsicht, hier wird alles im Startmenü gelöscht, was angepinnt wurde. Also wenn keine Sachen deinstalliert, aber die Schnellzugriffe werden alle entfernt. Das heißt, wenn ihr dort Apps habt, die ihr da gerne behalten möchtet, das wird auch entfernt. Die müsst ihr dann neu hinzufügen. Ich würde aber trotzdem genau diese Option direkt nach der Installation nutzen. Das räumt einmal das Startmenü leer und man kann dann selbst anfangen, Apps wieder anzupinnen. Das geht ganz einfach, indem ich mir halt eben alle Apps anzeigen lasse im Startmenü und mit dem Rechtsklick halt wieder anpinne ins Startmenü. Das ist meiner Meinung nach weniger Arbeit, als den umgekehrten Weg zu gehen, da die meisten Apps, die ich da sehe, wahrscheinlich gar nicht die sind, die ich im Schnellzugriff brauche. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr noch einen Tipp habt für einen ebenfalls guten Windows 11 Debloater, dann freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Das Thema ist natürlich ständig in Bewegung, manche Entwickler hören auf weiterzuentwickeln und dann muss man halt einen anderen Windows 11 Debloater benutzen. Die machen im Prinzip alle was Ähnliches, da ist es halt nur jetzt die Kunst, den besten oder den richtigen für sich selbst zu finden.